Pünktlichkeit. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Pünktlichkeit zählt zu den sogenannten Sekundärtugenden, manchmal auch als preußische Tugenden bezeichnet, sowie Pflichtbewusstsein, Disziplin, Ausdauer, Durchhaltevermögen und eben auch Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Pünktlichkeit ist aber auch eine Tugend in sich. Pünktlichkeit heißt, dass andere sich auf dich verlassen können. Der Mensch ist ein sogenanntes Zoon Politikon Ekon, das heißt ein vernunftbegabtes, geselliges Wesen. Aber er ist nicht einfach nur gesellig der Geselligkeit willen. Ein Mensch braucht Verbindung mit anderen. Mensch ist ein liebevolles Wesen. Mensch will Liebe geben, Liebe empfangen. Aber Mensch lebt auch in Gemeinschaften zusammen und dort bewirkt er vieles. Auch wenn du in einer Organisation bist, also ob es jetzt ein Betrieb ist, ein Verein oder eine Stadt, irgendwo, man bewirkt mehr zusammen als allein. Und die ganzen menschlichen Organisationen sind dazu da, dass menschliche Menschen zusammenwirken. Und damit man zusammenwirkt, braucht es dann natürlich Arbeitsteilung. Und Menschen übernehmen ihre Aufgaben, andere übernehmen andere Aufgaben. Und der eine hängt davon ab, dass der andere seine Aufgaben tut. Das Pflichtgefühl ist da wichtig und eben auch die Pünktlichkeit. Wenn andere darauf bauen, dass man fertig ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann zeugt es von Rücksichtslosigkeit, wenn man eben nicht zu dem Moment fertig wird. Und viele Menschen reden von Liebe und reden von Herz, aber nehmen das als Ausdruck für oder als Entschuldigung für Rücksichtslosigkeit. Unpünktlich zu sein, wenn andere darauf bauen, dass man pünktlich fertig wird, das ist Rücksichtslosigkeit und nicht wirklich Spontanität. Also Pünktlichkeit ist ein Ausdruck von Respekt. Pünktlichkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Pünktlichkeit ist auch ein Ausdruck von Mitgefühl. Ich weiß, andere bauen auf mich. Ich weiß, andere brauchen meinen Input. Also werde ich alles dran tun, pünktlich fertig zu sein. Pünktlichkeit, also ein wichtiger Wert, eine wichtige Tugend. Natürlich, Pünktlichkeit hat auch ihre Grenzen. Man kann auch zum Pünktlichkeitsfanatiker werden. Insbesondere, wenn man erwartet, dass andere genauso pünktlich sind. Oder es gibt auch mal Momente, wo man weiß, ja, dort muss man einem Menschen mal etwas zuhören. Man muss etwa einem Menschen einen Gefallen tun. Und eventuell werde ich dort nicht ganz so pünktlich sein, wie ich sonst bin. Und so gilt es, von allem zwanghaften Abstand zu nehmen. Und überlege jetzt selbst, wie stehst du mit Pünktlichkeit? Bist du pünktlich oder bist du oft eine Nervensäge? Bist du rücksichtslos aus Unpünktlichkeit? Manchmal hilft es, Pünktlichkeit zu haben, wenn man weiß, man tut es für andere. Manchmal hilft es, Pünktlichkeit zu haben, weil man weiß, so bekomme ich den Respekt und kann meine Anliegen besser umsetzen. Denn angenommen, andere ärgern sich immer über deine Unpünktlichkeit, dann werden sie auch nicht dich würdigen für alle anderen großen Dinge, die du so tust. Und so gilt es, mindestens eine ausreichende Pünktlichkeit an den Tag zu legen, so Zuverlässigkeit zu haben, so hast du mehr Gestaltungsraum, so wirst das, was du tust, mehr Anerkennung bekommen. Du kannst deine wichtigen Anliegen, die oft ja idealistische Anliegen sind, besser umsetzen und andere werden dich schätzen. Also viele gute Gründe für Pünktlichkeit. Überlege jetzt selbst, bin ich pünktlich? Habe ich eine ausreichende Pünktlichkeit? Wenn ja, dann freue dich darüber. Wenn zu sehr ja, dann überlege, ob du vielleicht manchmal mehr Liebe brauchst und schaue auch, für was bist du pünktlich? Ja, das war's für heute. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten zum Thema Pünktlichkeit.